Hallo und herzlich willkommen auf Ewalds Eiland. Nehmen wir mal an, Sie stehen auf einer langweiligen Party herum und beäugen mit steigendem Appetit eine herrenlos herumliegende Frikadelle. Da plötzlich tritt ein Veganer hinzu und verkündet, dass Sie nichts essen dürfen, was einen Schatten wirft. Wir Menschen müssten aufhören, die Natur auszubeuten und Tiere zu ermorden, sagt der gute Mann, und dürften uns einzig von klimaneutral gezogenen Fairtrade-Pilzkulturen ernähren. Er blickt Sie herausfordernd an und wartet auf eine Antwort. Jetzt wollen Sie eigentlich nur diese Frikadelle essen, fühlen sich aber irgendwie genötigt zu rechtfertigen, warum Sie das auch dürfen. Ja, warum eigentlich? Warum dürfen wir Tiere töten und essen? Vergessen Sie es mit Proteinen anzukommen, das zieht bei modernen Veganern nicht. Versuchen Sie es doch stattdessen mal als Kulturhandel. Weisen Sie den Veganer darauf hin, dass der Fleischkonsum bei uns Tradition ist und kulturell zutiefst verwurzelt. Schwingen Sie oberlehrerhaft Ihren Zeigefinger und sagen Sie, auch in der Poesie hat das Fleischessen seine Spuren hinterlassen und uns einige der schönsten Verse der Menschheitsgeschichte geschenkt. Mit dieser Antwort dürfen Sie den Veganer zumindest überraschen. Denn es dürfte vergleichsweise wenige Dichter von Weltrang geben, zu deren bekanntesten Werken eine Ode an ein saftiges Fleischgericht gehört. Hat Goethe jemals einen Hymnus auf eine Frikadelle verfasst? Hat Homer einen Gyros-Teller besungen? Dante einen Salami? Oder Omar Khayyam einen Kebab? Ganz sicher kann ich mir jetzt nicht sein, aber ich glaube eher nicht. Doch wenn wir unseren Blick nach Schottland wenden, dann finden wir dort einen Poeten von Weltruhm, nämlich Robert Burns, der wirklich und wahrhaftig eines seiner bekanntesten Gedichte einer Wurst widmete. Ist das nicht großartig? Die Rede ist von seiner Liebeserklärung an die schottische Nationalwurst, ein Gedicht namens Address to a Haggis. Dieses Gedicht ist jetzt genau das, was Sie brauchen, wenn Sie endlich diese verflixte Frikadelle essen wollen. Nein, jetzt aber ganz im Ernst. Address to a Haggis ist nicht nur ein großartiges und wunderschönes Gedicht, sondern es hat auch für uns heutige moderne Großstadtwestler eine ungemein eindringliche Botschaft auf vielerlei Ebenen. Jeder von uns, auch Sie, sollte sich unbedingt mit Robert Burns und seinem Gedicht Address to a Haggis beschäftigen. Und warum? Das möchte ich Ihnen in diesem Video zeigen. Jetzt heißt das Gedicht ja Address to a Haggis oder eben Ansprache an einen Haggis. Aber was ist eigentlich ein Haggis? Es handelt sich, und hier sehen Sie einen Haggis, es handelt sich um das schottische Nationalgericht, nämlich einen Schafsmagen, der gefüllt wird mit einer Mischung aus Schafsinnereien, traditionell Leber, Lunge und Herz. Da läuft einem doch das Wasser im Mund zusammen, oder nicht? Ja, hier im Vordergrund sehen Sie diese Grundzutaten des Haggis. Das ist die Lunge links unten und naja, der ganze Rest, der auch in dem Schaf noch drin ist. Und all das wird jetzt durch den Mixer gedreht und in den Magen dieses selben Schafes gefüllt. Und zwar zusätzlich noch mit Nierenfett, Hafer, Zwiebeln und Pfeffer. Ja, der Haggis ist also ursprünglich keine erlesene Spezialität für anspruchsvolle Gourmets, wie Sie allein aus der Liste der Zutaten schon sehen, sondern ganz einfach der Versuch, Schlachtabfälle oder Schlachtreste in einen haltbaren Kalorienlieferanten zu verwandeln. Ja, um es ganz klar zu sagen, der Haggis ist schlicht und einfach ein Arme-Leute-Essen. Aus Deutschland kennen wir übrigens die Entsprechung, nämlich den Pfälzer Saumagen. Ja, da müssen Sie einfach das Schaf durch ein Schwein austauschen und den Hafer, ich glaube, durch Kartoffeln. Und dann haben Sie im Prinzip das Gleiche. Das ist auch ein Arme-Leute-Essen. Und mit solchem Essen kannte sich der Dichter Robert Burns sehr gut aus. Robert Burns nämlich entstammt der ländlichen Armutsbevölkerung Schottlands. Die Eltern waren Kleinpächter, das heißt, das sind Leute, die nicht mal genug Grund und Boden besitzen, um ihr eigenes Essen anzubauen, sondern die diesen Grund und Boden eben pachten müssen. Und Burns selbst hat von Kindheit an auf dem Feld den Pflug geschoben und sich später in der Textilproduktion versucht. Ja, das heißt, er blieb einfach arm wie eine Kirchenmaus sein Leben lang. Wir haben Briefe von ihm erhalten, die in der schönsten Literatensprache geschrieben letztendlich Bettelbriefe sind. Ja, er hat ein unglaubliches Vokabular und kann ganz tolle Sätze bauen und bittet letztendlich um Geld. In diesem Fall. Also der Inhalt des Briefes ist: Gib mir bitte 10 Pfund. Ja, der ist einfach ein Mitglied der Unterschicht, dieser Robert Burns. Und dass er so kränklich blieb zeitlebens und dann mit 37 gestorben ist, ist wahrscheinlich auch eine Spätfolge der harten Arbeit und der Mangelernährung in seiner Kindheit. Aber trotz oder gerade wegen seines kärglichen und auch unsteten Lebens hat Burns die Verskunst geliebt und die anderen schönen Seiten des Daseins. Zum Beispiel die Anmut der Frauen, die Sie hier im Bild sehen, oder die Wonnen der Tafel.
Ja, und einst, so sagen die Schotten, war er bei einem Tischler zu Gast und bekam einen Haggis vorgesetzt. Daraus ist das Gedicht Address to a Haggis entstanden und es wird heute jedes Jahr zitiert, wenn die Schotten zusammentreffen, um am 25. Januar den Geburtstag ihres mittlerweile Nationaldichters Robert Burns zu feiern und natürlich einen Haggis zu essen. Gegessen wird der Haggis gemeinsam mit Neeps and Tatties, also mit gestampften Steckrüben links oben und Kartoffelbrei rechts. Wobei man als Deutscher etwas naserümpfend feststellen muss, dass der Schottenmann weißfleischige Kartoffeln bevorzugt. Ja, wir Deutschen lieben und ehren natürlich die Kartoffel, aber eine anständige deutsche Kartoffel hat innen drin goldgelb zu sein und nicht käsig weiß. Naja, das sehen die Schotten eben anders. Die glauben also aufrichtig, dass eine Kartoffel innen drin weiß sein sollte. Und wenn sie dort in einen Supermarkt gehen, dann werden sie dort Beutel finden, auf denen eine schottische Fahne abgebildet ist und dann steht da unten drauf Scottish White Potatoes. Ja, das gilt dort als Ausweis von Qualität. Aber es sei zur Ehrenrettung der Schotten gesagt, dass sie zahlreiche sehr verschiedene Kartoffelsorten züchten und das auch mit viel Hingabe tun. Also ich denke, da ist dann eine gewisse Seelenverwandtschaft zu den Deutschen doch da und wir können ihnen das verzeihen mit den weißen Kartoffeln. Naja, und die Steckrübe, also diese Neeps, die lieben wir Deutschen seit 1917 ja sowieso. Dann kommen wir aber jetzt endlich zu dem Gedicht, das ich Ihnen erst in meiner Übersetzung vorstellen möchte und anschließend im Urtext auf Schottisch. Und genau das ist das Gedicht, was Sie zitieren müssen, wenn der Veganer Sie jetzt noch immer anstarrt und Ihnen quasi verbietet, diese Frikadelle zu essen. Also hören wir nun das Gedicht auf Deutsch. Heil dir und deinem Antlitz prall, du Großhäuptling der Würste all, du thronst in ihrer Ehrenhall, ob Magen, Kutteln oder Darm. Wohlverdient dein Lob erschall, denn lang bist du, so wie mein Arm. Die Platte ächzt und knirscht, so schwer sind deine Hüften, ungefähr dem Berge gleich, wenn's nötig wär, des Mühlrads Bolzen könntst du sein, dieweil aus deinen Poren her ein Duft verströmt, so zart und fein. Sein Messer wetzt, der Schottenmann, zerschneidet dich recht kundig dann, bricht deinem inneren Spornstreichs Bahn wie dem Bewässerungskanal. Und jetzt seht alle nun heran, warmdampfend, ganz phänomenal. Vom Teller geht's nun rasch zum Schlund, zum Teufel, wer nicht füllt den Mund, und bald schon ist das Bauches rund, wohlgewölbt dem Platzen nah. Dann endlich tut der Hausherr kund, geschafft, es ist kein Rest mehr da. Und sollt bei welch Ragout wer sein, beim Ratsherrn Topf, da wirkt ein Schwein, bei Frikassee, da muß es speien, der nun mit hohngetränktem Blick, verächtlich nur in Augenschein, nimmt unser schottisch Gaumen Glück. Seht ihn bei seinem Fraß, den Wicht, ein spindeldürres Leichtgewicht, auf Streichholzbeinen, kümmerlich ist auch die Faust, ein Läuseei. Mit Männerarbeit ist es schlicht, bei solcher Physis schnell vorbei. Doch wird belebt durch Haggis er, dann donnern seine Schritte schwer, und gibst den Säbel du ihm her, wird Köpfe, Arme und Gebein erschneiden, ja, ganz so, als wär es nur ein Spiel für Knaben klein. Ihr Mächte, die der Menschheit walten und das Schicksal ihr gestalten, das Wassersüppchen wird erkalten, das dem Schotten vorgesetzt. Wollt ihr ein Dankgebet erhalten? Allein ein Haggis ihn ergötzt. Sie sehen also, der wahre Schottenmann kann sich natürlich nur von Haggis ernähren und von nichts anderem. Und tut er das, isst er nur Haggis, dann wird er Arme und Beine und Köpfe abschneiden, als wären es nur Disteln, die der Knabe köpft. Ja, so sind eben die Schotten. Bevor ich Ihnen jetzt erläutern möchte, warum genau das eine so ungemein wichtige Botschaft ist für uns heutige Großstadtwestler, möchte ich aber natürlich noch das Gedicht im Urtext vorstellen, also auf Schottisch. Und da werden Sie sehen, dass zum einen meine Übersetzung natürlich eine Interpretation ist und zum anderen, dass die schottische Sprache in sich selbst schon ein Teil dieser Botschaft ist. Aber das werde ich Ihnen erläutern. Hören wir also zunächst mal das Gedicht im Urtext. Address to Haggis. Robert Burns. Fair fa, your honest sons of face, great chieftain o' the pudding race, abune them all, ye tak your place, pinch, tripe, or therm, weel are ye worthy o' a grace, as lang's my erm. The groaning trencher there ye fill, your hardies, like a distant hill, your pin will help to mend a mill, in time o' need, while through your pores the dews distill, like amber bead. His knife's your rustic labour dicht, and cut you up with ready slicht, trenching your gushing entrails bricht, like any ditch. And then, oh, what a glorious sicht, warm reeking, rich.
Then horn for horn they stretch and strive. They'll take the hindmost on they drive, till all the wheel-swelled kites belive are bent like drums. Then old Gidman, mast like drive, bethank it, hums. Is there that oor is French ragout or olio that was stowasou or fricassee what macker spew with perfect schooner looks down with sneering scornful view on sick a dinner? Poor devil, see him o'er his trash, as feckless as a withered rash, his spindle shank a good whiplash, his knee van net, through bloody flood or field to dash. Ugh, how unfit! But mark the rustic haggis fed, the trembling earth resounds his tread, clapping his welly knee a blade, he'll mak it whistle, and legs and arms and heads will shned, like taps o' thristle. Ye poor swamak mankind your care, and dish them out their bill of fare. Old Scotland wants nae skinking ware that jobs in luggies. But if you wish her grateful prayer, gie her a haggis. Ja, ich hoffe, dass das Gedicht Ihnen gefallen hat und dass Sie die Frikadelle endlich essen konnten. Aber ich hatte ja gesagt, dass dieses Gedicht eine Botschaft beinhaltet, die auch für uns heutige von Bedeutung ist. Und dazu kommen wir jetzt, wenn wir uns fragen, was lernen wir eigentlich von Robert Burns und Address to a Haggis? Fangen wir mit dem Offensichtlichen an. Wir lernen zunächst einmal etwas über Schickeria-Essen. Ja, das ist zu Robert Burns Zeiten natürlich nicht irgendwie veganes Tofuschnitzel oder so wie heute, sondern zu Burns Zeiten im 18. Jahrhundert ernährt sich die Schickeria zum Beispiel von French Ragout oder Olio. Olio ist, das kommt aus den romanischen Sprachen, das ist so eine Art Schickimicki-Eintopf. Deshalb ist das hier mit Ratsherrntopf übersetzt, der ja in unserem Sprachraum auch so ein Eintopf für die Besserverdienenden quasi ist. Naja, und diese Ernährung eben, das ist die Schickeria, die dann verächtlich auf so eine schottische Nationalwurst herabblickt und niemals Schafslunge und Leber gepresst in einen Schafsmagen essen würde. Das Problem nur mit solcher Schickimicki-Ernährung ist, sie macht einfach schwach. Zumindest sagt so Robert Burns. Ja, wer wie ein anständiger Schotte ständig den Säbel schwingen muss oder den Dreschflegel oder die Sense, der braucht auch was Richtiges zu beißen. Und nicht nur so ein Edelfraß, wie ihn die oberen 10.000 verzieren. Also lautet die erste Lektion, die wir von Robert Burns lernen, Schickeria-Fraß macht schwach, Wurst macht stark. Ja, und dabei brauchen wir gar nicht unbedingt an säbelschwingende, röcketragende Schotten zu denken, sondern wir können uns einfach die Bergleute des Ruhrgebiets in Erinnerung rufen zum Beispiel. Die haben pro Schicht ungefähr 6.000 Kalorien verbraucht und man darf doch annehmen, dass sie nicht unbedingt sich allein von Basmati-Reis mit Zitronengras ernährt haben. Die werden auch tote Tiere gegessen haben, um die Kraft überhaupt zu besitzen, so eine Schicht durchzuhalten. Denn tote Tiere liefern zweifelsfrei sehr viel Energie, wenn man sie verspeist. Aber, und darin liegt die zweite Lektion, die wir von Robert Burns lernen können, wenn man sich allein die Zutatenliste dieses Haggis ansieht, dann fällt ja auf, dass da Sachen drin sind, die man sonst nicht essen würde. Aber Robert Burns isst diese Sachen, der isst Lunge, Leber und Herz und er tut das auch sehr gerne. Ja, und das finde ich ist auch eine wichtige Lektion, gerade in Zeiten, wo es auch Schickimicki-Essen mit Fleisch gibt. Zum Beispiel dieser Salat mit Putenbruststreifen. Ja, da wird ein Vogel großgezogen mit einer unendlich vergrößerten Brust, die so schwer ist, dass er ständig auf die Nase fällt oder auf die Brust besser gesagt. Ja, und dann wird dieser Vogel umgelegt und man nimmt ihm die Brust raus und schmeißt den Rest einfach weg. Oder verschickt den nach Afrika, wo dank der EU-Subventionen dieser Rest so günstig ist, dass afrikanische Geflügelproduzenten überhaupt nicht konkurrenzfähig sind. Das ist einfach bescheuert, ja. Und die nächste Lektion von Robert Burns sollte also lauten, und die merken wir uns mal, wenn man ein Tier schon umlegt, dann sollte man es wenigstens ganz essen, ja. Wenn Sie ein Tier essen, dann essen Sie doch bitte nicht nur das Brustfilet oder sowas, sondern essen Sie vom Hähnchen auch die Flügel, vom Schwein ruhig auch mal die Leber, kann man gut essen. Mit der Lunge ist das so eine Sache und wenn Sie schon mal Kutteln gegessen haben, dann wissen Sie, man kommt wirklich an eine Grenze, was das angeht. Aber grundsätzlich sollte das so sein. Ja? Essen Sie nicht nur das Brustfilet, sondern wenn Sie das Tier schon umlegen, essen Sie auch alles davon. Das heißt also, dass Sie den Salat mit Putenbruststreifen getrost dem nächsten Großstadt-Hipster überlassen können und Sie selbst dürfen dann im Restaurant auch durchaus mal den Pfälzer Saumagen bestellen. Oder, wer weiß, vielleicht sind Sie ja mal in Schottland, eben den Haggis. Das sind die wahrscheinlich offensichtlichsten Dinge, die man aus dem Gedicht lernen oder ableiten kann.
Aber es gibt noch einige mehr und wie ich finde auch noch einige sehr viel wichtigere. Und das erste davon ist ja dieses Lob der Schlichtheit des einfachen Lebens, das aus dem Gedicht spricht. Ja, Burns, der ja selber aus der einfachen Landbevölkerung stammt, nimmt öfters Metaphern zu Hilfe, die natürlich aus der Landwirtschaft stammen. Zum Beispiel ist der Haggis so dick und so massiv, dass er der Bolzen eines Mühlrads sein könnte. Oder an anderer Stelle heißt es, wenn der Haggis dann aufgeschnitten wird, dann quillt diese Füllung heraus, so wie wenn man einen Bewässerungskanal ansticht und dann eben das Wasser da herausströmt. Ja, das sind einfach diese Bilder, die zeigen, wie sehr Burns in dieser einfachen Landbevölkerung eigentlich verwurzelt ist. Aber nicht nur ist Burns dort verwurzelt, sondern er bejaht auch aktiv diese Lebensweise und stellt sie als das Beste dar, was es überhaupt gibt. Ja, das sehen Sie an den Figuren, die in dem Gedicht auftauchen. Das ist auf der einen Seite der Rustic Labour, hier in Zeile 1, also das ist wörtlich natürlich nicht der Schottenmann, wie ich das übersetzt habe, sondern das ist der Landarbeiter, so könnte man das wahrscheinlich wörtlich übersetzen. Und dieser steht im Gegensatz zu dem Pure Devil, also diesem armen Teufel aus der Oberschicht, der da seinen Edelfraß verzehrt und entsprechend klapperdürr vor sich hin vegetiert. Ja, der ist natürlich dann kein richtiger Schottenmann, denn der richtige Schotte, der kann genauso den Säbel schwingen wie hier auch bei den Highland Games auftreten, die sich ja im Wesentlichen darum drehen, schwere Gegenstände aus Holz und Metall kunstvoll durch die Gegend zu werfen. Ja, das ist das, was der richtige Schotte tut. Und Robert Burns zufolge kann das eben nur jemand machen, der auch Haggis gegessen hat. Und wie Sie an diesem jungen Mann hier sehen, der hat bestimmt sehr viel Haggis gegessen, weil der recht kräftig zu sein scheint und weil er eben diesen Baumstamm so wirft, wie man es soll. Der kippt dann um und landet quasi auf der 12 Uhr Position. So ist es richtig. Das ist, was passiert, wenn man viel Haggis isst. Ja, und wenn man es nicht tut, dann schafft man das eben nicht. Damit ist man eben laut Robert Burns nicht nur ein Mann, der zu nichts taugt, sondern man ist auch kein richtiger Schotte. Denn es heißt ja in der letzten Strophe, All Scotland wants nice skinking ware that jobs in luggies. Altschottland will keine wässrige Suppe, die in Schüsseln schwappt, sondern Schottland will den Haggis. Ja, das heißt, der Schotte, der anständige Schotte, der ist ein Haggis. Der ist eben nicht irgendein Kram, den die Reichen und Edlen essen, irgendwas komisches, französisches oder so, sondern der bleibt bei seinem guten alten Schafsmagen. Und genau darin liegt die, wie ich finde, zentrale und auch wunderschöne Botschaft dieses Gedichts, die man nicht oft genug wiederholen kann. Das eigene, durchaus auch das einfache und beschränkte, tut uns gut. Die Schotten brauchen keine kulturelle Bereicherung durch die französische Küche. Sie sind glücklich mit dem, was sie haben, weil es das ihre ist. Die müssen nicht allen kulinarischen Trends hinterherlaufen und alles Neue und Fremde vorbehaltlos umarmen. Die Schotten sind Schotten und gut ist. Dieses Lob des eigenen und der Einfachheit liegt allein schon in der sprachlichen Form des Gedichtes. Ja, ich sagte ja vorhin, dass diese Sprache an sich schon eine Botschaft enthält. Und ja, wenn Sie sich die Sprache mal angucken, das ist Scots. Ja, durch diese zahlreichen Kontraktionen zum Beispiel oder diese Reibelaute auch, gewinnt das Ganze seinen irgendwie erdigen und bodenständigen Charakter. Ja, und dann gibt es noch so Vokabeln wie zum Beispiel Hardies. Also Hardies, das heißt sowas wie Gesäß einfach. Aber das ist irgendwie, das ist ein lustiges Wort. Also ich kann das schwer beschreiben, aber es klingt einfach lustig, Hardies. Ja, und vielleicht so wie auf Deutsch Gesäß ist halt nicht besonders lustig, aber dann im rheinischen Dialekt sagen wir Pöppes. Das ist dann schon eher lustig, ja. Und das Schottische hat einfach so einen erdigen Charme. Ja, und man merkt auch irgendwie, das ist die Sprache schon einer Unterschicht oder die Sprache von einfachen Leuten. Und das ist natürlich auch ganz bewusst das Mittel, das Burns eben einsetzt, um dieses Gedicht eben zu schreiben. Das soll nicht heißen, dass es keine schottische Hochliteratur gäbe mit zahlreichen lateinischen oder lateinartigen Fremdwörtern. Ja, die gibt es seit dem 14. Jahrhundert. Aber es bleibt dabei, dass Burns in diesem Gedicht die schottische Sprache der einfachen Leute benutzt und darin eben das Lob des eigenen steckt. Dieses Lob aber wird bei Burns immer gemischt mit einem guten Schuss Selbstironie. Ja, und dadurch wird das eigentlich erst erträglich oder auch sympathisch, weil diese Angestrengtheit und das Pathos verschwinden. Wenn Sie sich mal hier die beiden ersten Zeilen anschauen, das ist das, was mit dem schottischen Bauern passiert, wenn er Haggis isst. Das ist ungefähr so, wie wenn Popeye Spinat isst. But mark the rustic Haggis fed, the trembling earth resounds his tread. Das heißt so viel wie,
aber schau den Bauern, Haggis genährt. Die zitternde Erde halt wieder vom Klang seiner Schritte. Ja, das ist die reinste Selbstverarsche. Und darin könnte das, glaube ich, auch eine wirklich wichtige Botschaft liegen für uns heutige. Nämlich, trotziger Stolz auf das eigene, gepaart mit etwas Selbstironie, macht einfach zufrieden. Und wenn alle das so sähen, also wenn alle einen Stolz auf das eigene bei gleichzeitiger Selbstironie entwickelten und auch eine gewisse Genügsamkeit dazu bewahrten, dann wäre vielleicht diese McDonaldisierung der Welt, also die Einebnung sämtlicher kulinarischen wie kulturellen Unterschiede, nicht unabwendbar. Wer weiß das schon, aber das ist auch so eine Botschaft, die in diesem Gedicht stecken kann. Und eine letzte Lektion gibt es noch, die wir von Robert Burns lernen können. Und zwar entstammte er der ländlichen Unterschicht. Und das ist jetzt keine Sozialformation, wo wir vermuten würden, dass die einen dichterischen Hochkaräter hervorbringt. Aber es ist eben eine ländliche Unterschicht, die sich völlig selbstverständlich mit Dichtung beschäftigt. Ja, vielleicht einfach, weil die Leute keinen RTL 2 haben oder so, sitzen die abends, wenn der Winterabend lang und länger wird, beisammen und tragen sich gegenseitig Gedichte vor oder schreiben auch Gedichte selber. Und das Tolle ist, und das ist eben diese wichtige Lektion, dass man einfach kein Genie sein muss, um an Dichtung Freude zu haben. Ja, man muss keinen IQ von 140 haben, um Wilhelm Busch zu lesen oder sowas. Das ist schon Schulkinder finden sowas toll. Schon Schulkinder können ein Reimschema identifizieren und können Silben zählen. Schon Schulkinder haben große Freude an gedichteten Rätseln zum Beispiel. Ja, und das ist doch einfach eine schöne Sache. Sicherlich ist Dichtung nicht jedermanns Sache und das muss ja auch nicht sein. Es gibt auch genügend andere schöne Dinge, die man tun kann. Aber für diejenigen, die an Dichtung Freude haben, für diejenigen macht sie das Leben weniger düster. Und das ist ja schon sehr viel, wenn Sie mal bedenken, was auf uns alle zukommt. Ja, und insofern danken wir Robert Burns auch für diese Erkenntnis. Dichtung hat relativ geringe intellektuelle und schon gar keine materiellen Hürden. Dichtung ist für alle da. Ja, und sollten Sie tatsächlich die Geduld gehabt haben, sich dieses Video bis zu Ende anzuschauen, dann werden Sie wohl mit mir übereinstimmen, dass es wirklich erstaunlich ist, was in einem so kleinen Gedicht eigentlich stecken kann. Und auch, dass Robert Burns nicht nur ein toter weißer Mann ist, wie sie die Literatur eben so bevölkern, sondern dass er, um dieses Idiotenwort mal zu benutzen, in seiner Aktualität ungebrochen ist und dass er natürlich ein super cooler und super moderner Dichter ist. Ja, und wenn Sie also nächstes Mal einem Veganer begegnen, der Ihnen erzählt, man dürfe nichts essen, was einen Schatten wirft, dann wissen Sie jetzt ganz genau, wie Sie darauf antworten können. Insofern wünsche ich Ihnen einen angenehmen Abend, einen guten Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, was gerade bei Ihnen ist, und sage auf Wiedersehen.